Hallo, hier ist Ritter van Bier. Und bevor ich jetzt hier einmal anfange, Dankeschön für 150 Abonnenten! Ich habe komplett den Überblick verloren über alles an Abonnenten, weil YouTube mir einfach keine Benachrichtigungen mehr schickt. Auch nicht mehr übers YouTube Studio. Also muss ich da immer manuell nachgucken und das mache ich relativ selten. Egal, wie dem auch sei, ein großes Dankeschön. Das ist wirklich, wirklich prima. Freut mich riesig. So, zurück zum Thema. Wie man es eventuell gemerkt hat, wenn man mir auf Instagram folgt. Im Übrigen, folgt mir auf Instagram. Ich war die letzten 2 Wochen in den schottischen Highlands unterwegs. Dazu folgt aber noch ein extra Video. Jedenfalls zog es mich dort auch einmal nach Glasgow. Um genauer zu sein, auf den Glasgow Necropolis. Das klang jetzt gerade wie ein Freizeitpark, aber das ist es nicht. Es handelt sich hierbei um einen wirklich großen Friedhof inmitten der Stadt, welcher sich nahe der St. Mungo's Cathedral befindet. Und als ich da so lang gelaufen bin und mir die teilweise wirklich uralten Grabsteine angeschaut habe, stieß ich auf einen Gedenkstein, der mir vom Design her sehr gut gefiel, aber wo ich auf den ersten Blick nicht sehen konnte, wem dieser denn jetzt gewidmet war. Erst als ich mir den Stein etwas genauer angeschaut hatte, sah ich den Namen der Person. Dieser hieß Wallace. Aber es war nicht etwa irgendein random Typ, dem der Stein gewidmet war, denn der Name kam mir sehr bekannt vor. Und als ich die Inschrift las, da schoss es mir durch den Kopf. William Wallace. Ja, aber wer ist denn William Wallace? Und was hat er denn genau gemacht, dass ihm Gedenksteine gewidmet werden? Tja, dem einen oder anderen müsste dieser Name sehr bekannt vorkommen. Vor allem, wenn man gerne Filme schaut. So merkt man schnell, ey, das ist doch der Typ aus Mel Gibsons Braveheart. Ein Film, der im Übrigen sehr historisch unakkurat ist und die ganze Geschichte um William Wallace weitaus epischer erzählt, als sie es eigentlich war. Sir William Wallace wurde angeblich im Jahre 1270 in Elderslie in Schottland geboren, also ungefähr 15 Kilometer von Glasgow entfernt. Über sein Aufwachsen ist nicht viel bekannt. In der gängigsten Theorie soll er aus einem niederen Adelsgeschlecht abstammen. Den größten Teil seiner Jugend soll er bei seinem geistlichen Onkel verbracht haben, welcher ihm Lesen und Schreiben beibrachte. Was ja damals so 1200 noch was schon eine Seltenheit war. So wuchs er mit der Zeit zum jungen Manne heran. Und um seine Ausbildung abzuschließen, nahm ihn sein Onkel mit nach Dundee, einer kleinen Küstenstadt im Osten Schottlands, wo er dann auch mitsamt ein paar anderen Teilen von Williams Familie lebte. Er musste aber angeblich wegen Mordes aus eben dieser Stadt fliehen und soll nun als vogelfrei gegolten haben. Aber wie genau wurde er denn nun zu einem schottischen Nationalhelden? Dazu muss man wissen, dass zu genau dieser Zeit, als William aufwuchs, ein Mann namens Edward I. zum neuen König Englands auserkoren wurde. Und dieser dachte sich irgendwann, also da ist doch noch ein wenig Land nördlich von uns. Da wohnen diese Schotten, ne? Tja, warum gehört das eigentlich nicht zu uns? Ich finde, das sollte zu uns gehören. Ich mach das jetzt. Aber das gefiel einem großen Teil der Schotten natürlich nicht. Und als dann all die Hoffnung auf Schottlands neu erwähltem König, John Balliol, lag, machte dieser den ultimativen Arschloch-Move und sprach König Edward I. positiv gesinnt zu und soll sich wohl auch einfach mal so etwaige Dinge, welche von Seiten Edwards auskamen, gefallen lassen haben. Daraufhin soll sein eigenes Volk ihn dann entlassen haben und es wurde der Council of 12, also der Rat der 12, gegründet. Und noch dazu wurde nun eine Allianz mit Frankreich, welche wohl schon einmal bestand, wieder aufgenommen, was für König Edward aber alles andere als witzig war.
Im Gegenteil, er verstand es sogar als freche Provokation von Seiten Schottlands aus. Und so ließ er die Stadt Berwick-upon-Tweed in Northumberland, welche heute genau an der Grenze zu Schottland liegt und damals noch zu eben diesem gehörte, einfach mal so stürmen und besetzen. Und löste mal so ganz nebenbei einen Unabhängigkeitskrieg aus. Tja, so schnell kann's gehen. Und nun kommt auch wieder William Wallace ins Spiel. Dieser war all die Zeit natürlich nicht untätig geblieben und schloss sich prompt der nun entstandenen Widerstandsbewegung gegen König Edward I. an und konnte am 11. September 1297 gemeinsam mit Andrew de Moray und einem Heer aus 180 untrainierten Soldaten von Seiten Wallace und ca. 4000 Soldaten von Seiten Morays einen bedeutenden Sieg gegen die Engländer schlagen. Diese Schlacht ging in die Geschichte ein als die Schlacht von Stirling Bridge. Auch nach eben dieser Schlacht legten sich Wallace und die Widerstandskämpfer mächtig ins Zeug, doch schon ein Jahr später verließ das Glück die Schotten und die Engländer fielen in Schottland ein. Das machte der Widerstandsbewegung natürlich deutlich zu schaffen und der englische König wollte Wallace Kopf. Und leider gelang ihm dies auch ein paar Jahre später. Wallace wurde von John Menteith, welcher eigentlich sein Freund war, verraten, als dieser Wallace zu einem Gespräch mit Robert de Bruce in Rob Royston begleiten wollte. Statt Robert warteten aber englische Soldaten auf ihn und so wurde er festgenommen und nach London gebracht, wo er dann an ein Pferd gebunden über mehrere Stunden nackt durch die Straßen laufen musste und die Menschen ihn mit Steinen und allerlei Unrat bewarfen. Danach soll er fast bis zum Tode gehängt worden sein. Und als wäre das alles noch nicht genug, wurde er dann auch noch bei lebendigem Leibe kastriert und ausgeweidet. Und, ach ja, währenddessen wurden die entfernten Organe zur Belustigung der Menge noch schön verbrannt. Während all dieser Höllenqualen soll Wallace den Leuten und seinen Peinigern angeblich zugerufen haben: Ihr englischen Hunde, ihr verweichlichte Huren seid ihr. Küsst meinen schottischen Hintern und seid stolz darauf, dies tun zu können. Etwas Besseres kann einem jämmerlichen Engländer nicht passieren. Und dann verließ ihn sein Lebensgeist. Nach seinem Tod wurde sein Körper zerstückelt. Arme und Beine soll man an verschiedene Adelshäuser in Schottland geschickt haben als Abschreckung. Und sein Kopf wurde auf der London Bridge aufgespießt. Tja, die Geschichte um William Wallace war nun nicht ganz so episch wie im Film beschrieben und sogar die Schotten selbst mögen die Darstellung ihres Nationalhelden als typischen Hollywood-Helden wohl auch nicht so ganz. Aber die Realität ist immer ein wenig langweiliger als die Geschichten, die man sich dann am Ende erzählt, ne? Alles an Quellen und Links findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage Tüdelü.